Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Hier ist der Marc Hagenbeck, den kennt ihr ja alle mittlerweile, ich bin der Sashi und wir haben heute den 30. Juli. Am 30. Juli hat auch jemand Geburtstag. Jawohl. Ja, gehen wir gleich eingemacht. Hallo erstmal, ne? Der Kevin Volland hat heute Geburtstag. Sagt man Volland oder sagt man Volland? Volland oder Volland, ich weiß es nicht so richtig. Ist doch die Frage, Holland oder Holland? Ja, Holland, Holland. Volland. Heißt er Volland, ne? Ja, klar. Und Kevin Volland ist natürlich in die Bundesliga-Geschichte eingegangen, weil er 2015 für den TSG Hoffenheim das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte geschossen hat. Ich glaube, gegen Bayern München. Das war nach 9 Sekunden. Muss man Nach 9 Sekunden? Nach 9 Sekunden. Nach ja, 9 Sekunden. Was gemacht? Der muss erstmal Anstoß machen. Anstoß. Langer Ball. Kopfverlängerung Ball wahrscheinlich. Ball nach vorne. Ja. Und dann aufpassen wegen hier Abseits. Mhm. Ja, ich habe auch ein bisschen gelernt. Aufpassen, ne? Wegen Abseits. Ich hatte ein bisschen Zeit. Ne? Hast du jemals Fußball gespielt? Nein. Ja, doch. Ja, wie ja im Sandkasten mal so irgendwie gegen Ball getreten. Nee, ich war mal angemeldet. Ich hatte sogar zur Kommunion hier so ein Dress bekommen mit so Stulpen und hier so Schienbeinschützern. Die hatte ich dann einmal an und einmal zum Training. Und da hatte ich schon keinen Bock mehr, weil die wollten hier, dass wir uns warm laufen. Ja. So Leute wie du, die kamen dann 20 Jahre später oder 30, 40, ach, 50 Jahre später und sagen dann, aus mir wäre ein total guter Profi geworden, aber irgendwie hatte ich es nicht so, ich hatte nicht so mit der Disziplin oder so. Also wäre ich dran geblieben, wäre ich heute mit Martin Schulz in einer Mannschaft. Mit wem? Martin Schulz. Wer ist denn Martin Schulz? Der ist doch von, hier, der von der SPD. Der behauptet auch immer, er wäre ein guter Fußballer geworden. Ach so, ja, genau. Ja. Und am 30. Juli 1995, da hatten wir ein großes Ereignis. Weil Michael Schumacher der erste Rennfahrer war, der auf dem Hockenheimring als Deutscher gewonnen hat. Richtig. Ja, vorher hat nie einer auf dem Hockenheimring gewonnen, der Deutscher war. Es waren immer nur Ausländer, die gewonnen haben. Und jetzt endlich mal, patsch, ein Deutscher. Ja, ja. 1995, da war der Michi, der Schumi. Der Schumi. Wie sagt man, der Schumi hat man ja gesagt. Genau. Unser Schumi, genau. Ja, der Schumi. Super. Ja, das war am 30. Juli 1995. Ja, der 30. Juli ist auch mal wieder ein internationaler Aktionstag. Jetzt bin ich mal gespannt. Und zwar proklamiert von der UNO. Und das ist, heute ist der Tag der Freundschaft. Hast du denn noch ein Geschenk für mich mitgebracht? Wieso? Es geht ja in beide Richtungen, so eine Freundschaft. Wenn du es wusstest, dann hättest du dir was vorbereiten können. Ich habe dir was mitgebracht. Was denn? Ja, ich habe dir ein Buch mitgebracht. Und zwar hier. Ja, ja. Geiles Buch, ja. Ficken fürs Volk. Ficken fürs Volk, ja. Super. Ja, ein geiler Autor, danke. Geiler Autor, ne? Super. Kannst dir sogar das Lesen sparen, weil du das Buch ja schon kennst. Ja. Und am 30. die denken halt, das ist so das Vorbereiten, ne? So vorbereitete Werbung oder so ein Quark, ne? Aber wenn du hast gesagt, ich krieg 50 Euro, wenn ich dein Buch in die Kamera halte. Genau. Okay. 30. Juli 2003, da ist weltweit, der weltweit letzte Käfer vom Band gelaufen. Schöne Autos. Ja. Also ich kann mich erinnern, wir hatten auch einen. Und faszinierend, ach, deine Eltern hatten einen Käfer? Ja, ja. Und faszinierend fand ich dieses, hier sieht man es ja, das Trittbrett. Ach so, an der Seite? Ja, genau, genau. Weil da ja früher immer in den alten Filmen auch immer die Polizisten so mit draufgefahren sind. Ja, das ist nur für die Polizisten gebaut worden. Ja, ja, und deswegen, ja, und für Taxis, wie man sieht. Ja. Und für meine Mama. Und für deine Mama, wieso? Ja, weil die auch einen hatte. Die ist, ja. Achso, ich dachte, die ist auch immer so an der Seite mitgefahren, die durfte nicht einsteigen. Ja, die piepst beim Rückwärtsgehen, ich weiß. War die so dick? Ja. Nein, Quatsch. Ja, weiß ich ja nicht. Weil die großen Lastwagen, die piepsen ja auch beim Rückwärtsfahren. Oder fällt mir ein, kennt ihr ein paar hier deine Mutterwitze? Wenn ihr einen guten deine Mutterwitz kennt, dann schreibt ihr doch mir unten drunter in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Was ist denn ein guter? Sag mal, kennst du einen? Ihr so, deine Mutter ist so fett, die piepst beim Rückwärtsgehen zum Beispiel. Ach so, okay. Ne? Wenn ich gerade so ein bisschen angeschnitten habe. Ja, ja, oder ja. Deine Mutter ist so fett, die hat eine eigene Postleitzahl. Oder, also ja, genau. Deine Mutterwitze, die können wir jetzt hier unten reinbringen. Mal. Genau, in die Kommentare, wenn einer was weiß. Und bitte keine deine Mutterwitze mit Ficken oder sowas, ja? Machen wir nicht. Ja, finden wir scheiße. Gut. Das war der 30. Juli mit ganz viel Angeberwissen und morgen geht's weiter und da ist der Marc Hagenbeck zum Glück nicht da. Boah, hab ich ein Schwein. Cheerio, Miss Sophie. Tschüss, Sikowski.